Shalom Chaim. Heute möchte ich etwas Besonderes mit euch besprechen. Wir haben ja letztens über den Namen des ewigen Gelobes, er als ein Tempel, sein Tempel gesprochen. Und wir haben auch gesagt, Israel ist das Heiligtum des ewigen Gelobes, er. Und nun, heute möchte ich über Yeshua Melech HaMashiach sprechen. Und der Leib des Mashiach ist der Tempel Gottes, sein Heiligtum. Es heißt ja in Kolosser 2,9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Wow. Vieles ist daraus entstanden, was nichts mit der Lehre von Moshe Rabbeinu zu tun hat, aber das ist heute nicht mein Thema. Meine Frage ist, was bedeutet das eigentlich? Die Fülle Gottes. Melo Elohim. No. Der Name Elohim steht für die Allmacht. So wie es geschrieben steht, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. Im Anfang schuf Gott Elohim die Himmel und die Erde. Und das lesen wir im gesamten ersten Kapitel Genesis, ja, von Genesis. Es ist immer der Name Elohim. Und darin ist der Schlüssel, es ist die Fülle seiner Macht. Wenn der Mensch das Ziel Gottes erreicht hat, und das bedeutet, er ist der vollendete Mensch geworden, dann ist der Mensch sozusagen das Haus Gottes. Sein Leib ist regelrecht heilig und dieser Mensch ist würdig genannt zu werden, Ben Elohim, Sohn Gottes. Die Seele dieses Menschen wird nie wieder seinen Körper verlassen und es gibt keine Hindernisse mehr zwischen den Menschen und Hashem. Von welchem Hindernis reden wir? Der Name des Ewigen, wie ich schon gesagt habe, ist die Wurzel von allem Sein. Es ist der heilige Name Yod-Heh-Vav-Heh. Er ist die Wurzel von allem, was existiert. Und diese göttliche Funken von ihm muss überall sein. Wir sprechen eigentlich immer so, dass es nur Leben gibt. Es gibt mineralisches Leben, es gibt pflanzliches Leben, tierisches Leben und es gibt menschliches Leben. Alles lebt und existiert, weil der göttliche Funke darin ist. Und der Mensch, der hat den Auftrag, das Leben, das Hashem ihm den Menschen gegeben hat, zum Ziel zu führen, zur Vollendung zu führen. Dies geschieht sehr wohl durch die Erfüllung der Gebote. Und dafür hat Hashem Israel die Gebote gegeben, sodass wir den Willen Gottes Bestand geben durch Treue. Aber das ist noch nicht genug, es muss noch etwas dazukommen. Hashem betrachtet das Ganze und sagt, wunderbar, wenn du es gemacht hast, kriegst du noch etwas dazu. Eine letzte Kraft, die kommt von Hashem. Denn wir von allein können uns nicht veredeln auf die höchstmögliche Ebene. Der Mensch kann nur treu sein im ganzen Hause Gottes. So wie Moshe Rabbeinu. Nun kommt allerdings eine Kraft. Und diese Kraft heißt Organus, diese schöpferische Macht Gottes. Und diese Macht hat Hashem aufbewahrt für seinen Gerechten, für seinen Tzaddik. Und diese Kraft ist größer als die Schöpfung. Und wenn du sagst, naja, dann, wie ist es jetzt eigentlich dann? Der Mensch kann dann gar nicht irgendwie das ewige Leben erreichen. Naja. Aus eigener Kraft nicht. Nein, der Mensch muss treu sein gemäß seinem Stand. Und dann sagt der Hashem, ich sehe deine kleine Kraft und gebe dir deine, ich gebe dir dann meine Kraft dazu. Und dann ist es gut. Dann erreichst du es. Das nennen wir schließlich Gnade. Das ist Gnade. Ja? In Übermaß. Und wenn wir sagen in Übermaß, das heißt größer als die Schöpfung. Also über das Maß der Schöpfung. Puff. Das ist es. Der heilige Gelobse, er definiert eigentlich Reichtum. Was ist reich? Aus dem Überfluss erschuf Gott die Schöpfung. Er wurde nicht ärmer, nicht ein bisschen. Aus dem, was überfließend aus ihm ist, daraus erschuf er die Schöpfung. Das ist also das Prinzip. Ach ja, nun, der Mensch ist dann der Tempel des heiligen Jerobsaer, wenn er
sozusagen die Schöpfung, wie Yeshua Melech HaMashiach sagte, überwunden hat. Und die meisten könnten dann denken, naja, der Satan besiegt. Und da stimmt das unbedingt richtig und bald nötig, dass man den bösen Trieb besiegt. Yeshua Melech HaMashiach hat noch mehr getan. Er hat ja die Wurzel des Bösen besiegt. Ja, das ist gut, wunderbar. Und damit haben wir Befreiung erlebt, allesamt, die an ihn glauben. Ja, aber wir haben auch einiges noch zu tun. Und das ist eigentlich schon das Geheimnis der gesamten Schöpfung. Ja. Der ewige Glaube, er schuf sozusagen in 7 Tagen alles. Allerdings, dieses Wort Tag, den muss man eben prophetisch betrachten. Wir sprechen auch von 7 Himmeln, nicht wahr? Es gibt Tag 1, aber das ist schon der erste Himmel. Und dann gibt es Tag 2 und das ist schon der zweite Himmel. Darum wird ja auch übersetzt, der ewige Glaube, er, ne? Gott schuf. Ne? Gott schuf die Himmel und die Erde. Die Himmel. Es gibt Plural. Ja, jeder Tag ist eigentlich eine Welt, also zusammen 7 Welten. Und wenn wir dann bei Gott sind, den 7. Himmel, deswegen sind, wenn Mann und Frau heiraten, sind sie dann im 7. Himmel. Das ist eine sehr kluge weise Aussage, das stimmt. Ja. Wenn der Mensch das Ziel seines Lebens erreicht, dann ist er ganz nah bei Gott im 7. Himmel und der Himmel ist offen. Ja. Es offen bedeutet, es gibt da keine Begrenzung mehr. Nun hat der Heilige Gelobse aber den Menschen erschaffen am sechsten Tag. Das heißt, über ihm sind 6 Himmel. Ha. Und der Mensch hätte einst treu sein sollen und durch Treue und Bewahrung des Auftrags von Hashem hätte er der Versuchung widerstanden, hätte das auch geschafft. Aber das überspringen wir alles. Wir wissen, das ist nicht geworden, sondern es sind noch viele mehr Scheidungen dazugekommen. Ja, so Wände, Mauern, ja, Schalen, Klipot nennen wir das auf Hebräisch. Ja. Alle Sünden, die wir dazugegeben haben, wir haben die Schöpfung noch viel schlimmer gemacht als der erste Adam jemals gemacht. Wie auch immer, der Mashiach, der ist derjenige dann, der alle diese Scheidungen wegnimmt. Und er muss mit sich selber anfangen. Ja, das ist das Prinzip. Der Heilige Gelobte betrachtet ja die Menschheit als eine Ganzheit. Menschheit, Adam, ist eine Ganzheit und Israel ist erwählt als Adam. Ja, stellvertretend für die ganze Menschheit. Und deswegen heißt es auch, das Heil kommt aus den Yehudim. Heil heißt Yeshua, Erlösung. Ja. Erlösung kommt aus Israel, weil Hashem mit Israel den Bund geschlossen hat. Und als Hashem Moshe Rabbeinu nach Ägypten geschickt hat, da gibt es eine klare Aufzählung von 7 Heilschritten. Und wenn diese 7 Heilschritte erfüllt sind, dann ist alles getan. Und diese lauten: Ich werde euch herausführen, ich werde euch erretten, ich werde euch erlösen, ich werde euch mit zum Volk nehmen, ich werde euer Gott sein, ich bringe euch in das Land und ich werde euch das Land geben. 7 Schritte. Und wir erwarten nach der Prophetie von Moshe Rabbeinu, dass der Mashiach dann den Weg vollendet, den wir unterbrochen haben durch unsere Sünden. Das ist also der Mann, auf den wir hören sollen. Und auch jetzt warten wir noch, dass der Weg vollendet wird, dass er uns zum ewigen Leben führt. So, dass aber trotzdem der Anfang von allem, das ist halt der Kopf. Durch der Kopf des Volkes, das ist also der König. Ja, der gesalbte König ist Kopf des Volkes und das Volk ist ja damit der Körper. Körper, Volk Israel, sein Kopf ist der Mashiach. Ja, und solange nun das gesamte Volk noch nicht den König angenommen hat, haben wir noch keine Situation des vollkommenen Heils. Ja. Also warten wir, bis die Vollzahl der Völker hineingekommen ist. Darüber haben wir schon gesprochen und werden wir noch sicher oft sprechen. Aber jetzt grundsätzlich geht es also darum, dass der Anfang von allem und ist der Erste, ja, der muss mit sich selbst anfangen. Und wenn dann der Kopf vollständig vollkommen ist, ja, vollendet ist, dann ist das schon eine Gewähr für den ganzen Körper, dass er auch erlöst wird. Wow, es ist toll. Nun gut, das ist das Prinzip der Erwählung überhaupt. Ja. Der Heilige Gelobte, er hat entschieden, dass wenige für viele stellvertretend sind. Ja. Wenn eine kleine Schar etwas tut,
was Hashem will. Und dann sagt er, ja, das rechne ich jetzt der ganzen Menschheit an. Diese Schar wurde immer kleiner, nicht? Also erst ganz Israel für die ganze Menschheit, dann sagt er, gut, Leviten, ja, für ganz Israel, für die ganze Menschheit, dann sagt er, na gut, Leviten, na ja, Kohanim, die Kinder Aarons, wenn die das tun, dann rechne ich das dann den Leviten und dann rechne ich es dann Israel und die ganze Menschheit. Aber dann, okay, wenn es der hohe Priester tut, dann ist gut, dann rechne ich das jetzt allen an. Und der hohe Priester in Ewigkeit, das ist also die Erfüllung des Bundes mit David, Hamelech, ne, mit König David, ja. Wenn er es tut, dann rechne ich das der ganzen Menschheit. Wunderbar, ja. Das ist dann Tzadik Yesod Olam, der Gerechte, das Fundament der Welt. Also der Leib des Mashiach, ja, der hat eine Seele. Logisch. Also der Mashiach hat Seele und Körper. Diese Spezifikum der vollständigen Einheit, ja, so wie das im Neuen Testament oft besprochen wurde, an verschiedenen Stellen, in Kolosser, ja, und in Epheser und im Römerbrief, ja, wir sind ein Leib, wir sind ein Leib. Das Ganze kommt aus dem Verständnis Israel. Und diejenigen, die im neuen Bund eingepfropft sind, sind eingepfropft in unser Volk, in den Leib unseres Volkes. Damit sind wir tatsächlich Goy Echad, ein Volk. Und es gibt ja zwischen Kopf und dem Leib natürlich einen Zusammenhang. Das, was im Kopf ist, also was oben ist, da muss einen Zusammenhang geben mit dem, was im Körper ist. Sonst ist halt der Körper ist ganz tot, nicht? Und so haben wir das Verständnis, dass der Heilige, gelobt sei er, die Tora ja, in ihrer Essenz ja, aufgestellt hat auf 613 Mitzvot, die 613 Gebote. Ja, diese hat er Israel aufgetragen. Und diese Mitzvot allesamt zu erfüllen, ist der Auftrag vom gesamten Volk. Also nicht nur von einem, zwei oder. Es gibt ja oft diese komische Frage, sag mal, du erfüllst alle Gebote. Ne? Ich erfülle alle Gebote. Sag ich immer, ja, natürlich, alle. Sogar sicher. Auch die von meiner Frau, nicht? Na klar. Ich bin keine Frau. Naja, also das ist unsinnig, nicht? Hashem hat die Gebote verteilt an das ganze Volk über alle Generationen. Und es gibt Gebote von Priestern, es gibt Gebote von Leviten, es gibt Gebote des Königs, ja, der König, nur der König kann bestimmte Gebote des Königs erfüllen. Und es gibt Gebote, die hat man erfüllt in der Geschichte. Also dieses Gebot, was ja das Hashem der Generation gegeben hat, dass man das Blut des Lammes nimmt und dann die Pfosten bestreicht mit dem Blut, das konnte ja nur die Generation von damals machen. Und auch der Mashiach, auch Yeshua Melech HaMashiach profitierte davon, dass diese Generation dieses Gebot erfüllt hat. Rechnet er dem ganzen Volk, allen Menschen bis das Ende der Zeit. Also alle Gebote erfüllen ist die Aufgabe des gesamten Leibes und dass das gesamte Volk wir erfüllen. Und damit ist es mal genug. Entscheidend ist, dass wenn dass der Mensch durch die Treue, ja, den Willen Gottes, und das ist natürlich der Wille Gottes, es ist seine Macht. Ja? Der Wille des Heiligen, glauben Sie, er ist seine Macht. Wer also diese Kraft, die Gott einem gegeben hat, freiwillig, ja, gern, mit Liebe, mit großer Sehnsucht erfüllt hat, ja, der gibt diesem Willen Bestand durch eigene Kraft. Das ist ein großer Verdienst bei Gott. Er sagt, wunderbar, das ist meine Kraft, das ist jetzt deine Kraft, hier sind wir Hand in Hand. Damit hast du meiner Macht Sinn gegeben, weil sie erfüllt ist. Yeshua Melech HaMashiach hat das auch gesagt am Kreuz, es ist erfüllt. Und er hat auch gesagt, noch mehr, nicht? Er ist nicht gekommen, um die Tora aus der Kraft zu setzen, um sie zu erfüllen. Das hat mit der Tat also zu tun. Und ja, er war treu im ganzen Hause Gottes und darüber hinaus. Geht das denn? Ja, genau das ist das. Wie geht das, dass der Mensch noch darüber hinaus, mehr als Moshe Rabbeinu, und der war treu im ganzen Haus, kann ein Mensch über das Haus? Ja, wie ich schon sagte, das kommt darauf an, ja, mit welcher Kraft der Mensch zu Hashem will. Es gibt diesen Begriff und er heißt Nedivat Halev. Ja. Als Hashem sagte zu dem Volk Israel, dass man ihm eine Hebel geben soll, jeder nach dem, was sein Herz gelüstet, ja, haben sie ihm das gebracht. Jeder eine Gold, der andere Silber und jeder, was er hatte, das hat er gern gebracht. Und als er es getan hat, jeder, ja, hat er bedauert, dass er nicht mehr kann. Also ich möchte noch mehr. Aber gut, am nächsten Morgen hat er die Idee gehabt, hat noch was anderes gebracht und hat bedauert, ich würde gerne noch mehr. Diese Lust am Schenken, die blieb
auch nachdem sie gegeben haben. Dies ist mehr, ja, das ist mehr, als er eigentlich tun kann. Und Hashem schaut auf das Herz des Menschen und so, oh, du willst mir mehr geben? Das ist schön. Dieses, deine Sehnsucht zu mir, das ist das, was ich haben will. Das ist größer als die Schöpfung. Und das ist die große Liebe des Mashiach. Ja, das nennt man, ja, wir nennen das Ahavaraba, große Liebe. Schon mir nachher Mashiach sagte, es gibt keine größere Liebe, als ein Leben hinzugeben für den Nächsten. Ja, nun, es gibt Menschen mit unterschiedlicher Größe der Seele. Die Seele von Moshe Rabbeinu war so groß, dass sie aufgewogen hat, ganz Israel. Also Hashem sagte zu ihm, ich werde jetzt das ganze Volk vernichten und aus dir ein neues Volk machen, sagte er. Hashem, dann streiche mich aus dem Buch des Lebens. Er warf seine Seele in die Waage regelrecht und wog auf das gesamte Volk Israel. Wir leben also, weil Hashem auf das Gebet, auf die Fürbitte von Moshe Rabbeinu gehört hat. Da wuchs, so heißt es, Moshe Rabbeinu über sich hinaus. Das nennt man Ahavaraba. Einmal im Leben hat er dafür, aber was für ein Leben. Aber diese Höhe hat der Moshe Rabbeinu nicht wieder erlangt. So warteten wir auf denjenigen, der diese große Liebe Ahavaraba mitbringt in seine Treue. Ja, das ist sehr, sehr wichtig aus meiner Perspektive, dass man den Verdienst von Yeshua Melech HaMashiach auch betont. Er hat ihn verdient und Hashem hat ihm im Überfluss dazu gegeben. Nun, wie ich schon sagte, wir sind ein Volk, ein Leib. Adam, der erste Adam, er ist der Erwählte von der Adama, von der Erde. Und aus diesem Adam kamen 70 Völker. Und die haben, wie wir wissen, ziemlichen Unsinn gemacht, viel gesündigt, so dass Hashem aus diesem Teig, ja, etwas herausgenommen hat, so eine Art Challah, Erwähltes aus dem Teig. Hat daraus sich ein neues Volk gemacht. Und das ist Israel. Und so steht Israel stellvertretend für die Menschheit und nicht anstatt, aber für. Und wir sind immer noch ein Leib. Und dann hat Hashem aus der Mitte Israels, aus unserem Leib, aus unserer Mitte, einen Mann erwählt. Und das ist der Mashiach. Er ist der König. Dieser Mann ist unbedingt verbunden mit uns. Die Seele Israels ist die Seele des Mashiach. Er ist derjenige, welcher. Und nun, sein Körper ist Teil des Körpers von ganz Israel. Also, damit haben wir zwei Dinge, die Seele und den Körper des Mashiach. Beides hochheilig, beides ist nun bei Hashem. Damit haben wir Siegel und Anker bei Gott. Zwei Dinge. Der Heilige, genommen, er hat beides in einem getan. Und er hat ihm, diesen Mann, Name über allen Namen gegeben, Gefühle seine Macht. So wie er gesagt hat, mir ist die Macht im Himmel und auf Erden gegeben, alles ist ihm untertan und er wird die Lebenden und die Toten richten, wie es eben dann dem König, der Könige gehört, der auf dem Thron Gottes sitzt. Es gibt so viel, was ich euch noch zeigen kann auf der Grundlage unserer Tradition, besonders was den Namen angeht. Wenn es um Matzah geht, wenn es um den Wein geht, um die vier Kelche, so Pessach, darüber sprechen wir auch bald, denn dort entfaltet sich die gesamte Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes. Ja, das ist Pessach, um den es dann geht. Und heute ging es mir darum, dass wir erkennen, dass der Leib des Mashiach ist nämlich er selbst und er ist der Tempel Gottes. Und wir stehen auch in Beziehung zu ihm. Und das ist keine Abstraktion. Denn vor Hashem steht die Menschheit als ein Adam. In ihm, mit unserem Haupt, stehen wir, wenn wir wollen, jeden Tag vor dem Thron Gottes. Und er ist unser Haupt. Und wir sind sein Leib. Und der ewige Gelobte, er ist im Himmel oben und auf Erde unten. Und es gibt keinen außer ihm. Möge es bald passieren, dass wir alles schauen. Shalom Kolano. Shalom.